Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu Super Mario Bros. 3. Wir spielen die All-Stars Edition, also auf dem Super Nintendo, und das ist ein neues Challenge-Let's Play. Herzlich willkommen, ich begrüße euch alle. Wir sind hier am Start, gehen ins Spiel, ein Player, und erstmal sieht alles ganz normal aus und daran wird sich auch nichts ändern. Es gibt aber eine Besonderheit. Und ich glaube, das ist die schwerste Challenge, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Folgendes. Ich kann nicht nach links laufen. Ich habe meine nach links Option deaktiviert. Ich kann nicht nach links laufen. Ich kann nur nach rechts laufen. Ich kann nach oben. Also ich kann halt nicht nach oben gucken, wenn ich klein bin, aber ich könnte nach oben gucken oder mich ducken. Ja, hoch, runter, rechts funktioniert, nach links ist ausgeschaltet. Es gibt eine Ausnahme, auf meiner Tastatur habe ich das an, auf einer Pfeiltaste. Denn es gibt natürlich Situationen, wo man Ausnahmen machen muss. Mir fällt da zum Beispiel ein auf der Overmap, ja, da muss ich halt navigieren. Und mir fällt da zum Beispiel das Level ein mit dem Labyrinth in der Wüste. Da muss man auch mal nach links laufen, sonst kommt man nicht zum Ziel. Da darf ich natürlich dann auch nach links laufen. Aber für alles andere darf ich nicht nach links laufen. Jetzt habe ich da zum Beispiel den Pilz verpasst. Ach, hier war ja immer der Tanuki drin, ne? Stimmt. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Wir dürfen halt nur nach rechts laufen. Das klingt im ersten Moment vielleicht relativ einfach. Schade. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, unfassbar schwierig. Denn mir ist Folgendes aufgefallen. Ich habe natürlich ein bisschen getestet und mir, Opa, da war schon so eine Situation. Es gibt natürlich ein paar Kniffe, die ein bisschen problematisch sind. Natürlich, das große Problem ist, ich kann nicht nach links laufen. Das heißt, wenn ich einen Pilz verpasse, ich kann nicht mehr zurücklaufen. Wenn ich, wenn ich hier zum Beispiel, ist jetzt so eine Stelle, wenn ich hier zu weit laufe, dann komme ich da halt nicht mehr hoch. Ne? Dann müsste ich mich auch töten. Und so weiter und so fort. Aber was auch richtig, richtig schlimm ist, wenn du einen Sprung machst, ne? Du kannst dann nicht mehr korrigieren. Denn was man in diesem Spiel, und ich weiß nicht, ob man das in jedem Jump'n'Run so macht, aber auf jeden Fall in diesem Spiel, was man da halt immer wieder gerne macht, ist, du springst und indem du nach links drückst, regulierst du die Weite deines Sprunges. Du kannst natürlich auch abbrechen. Ja, den Sprung unterbrechen, also einfach, dass du gerade runterfällst und so. Das ist ja alles nicht möglich. Einmal gesprungen und du hast ein gewisses Tempo, das du nicht mehr beeinflussen kannst. Ja, das bringt Probleme mit sich. Probleme, die ich auch nicht weiß, wie ich die lösen soll. Da kommen wir nämlich gleich zu, direkt zu einem Level. Ja, und jetzt habe ich auch verkackt. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ich kann da nicht mehr hoch. Ich muss mich jetzt umbringen. Ja. Wir dürfen natürlich jetzt nach links laufen, um uns umzubringen. Das sollte natürlich nicht das Problem sein. Ne? Ja, das ist so eine Stelle, bei der du auf jeden Fall drauf achten musst. Ach, Mann, ey. Ja, entweder du springst halt auf den... Oh, scheiße. Du kannst halt, auch wenn du in einen Gegner reinspringst zum Beispiel, du kannst nicht mehr dagegen steuern. Sobald du mit einem gewissen Tempo abspringst, ist dieser Sprung halt gesettelt. Ne? Du kannst da nicht mehr stoppen. Deswegen werden wir mit Sicherheit, ja, seht ihr, ich konnte nicht mehr ausweichen. Das sind halt alle solche Dinge, da musst du musst das Level jetzt langsam lernen und so. Das wird auf jeden Fall interessant. Eine Sache, die ich noch erwähnen muss oder die dazugehört, ich spiele das Ganze mit einer kleinen Edition, dass ich unendlich Leben habe. Ja, das heißt, ich kann nicht Game Over gehen. Macht deswegen Sinn, weil in dem Spiel ist es so, wenn du Game Over gehst, musst du alle Level, die du abgeschlossen hast, seit dem letzten Speichern wahrscheinlich, wiederholen. Kann jetzt jeder selber drüber urteilen, wie gut er das findet, ob das eine sinnvolle Sache wäre. Kann euch sagen, wir werden relativ oft sterben. Das wäre natürlich keine gute Sache. So, hier darf ich natürlich nach links lenken, ne, logischerweise. Sonst würde ich da ja nicht hinkommen. Problem ist, ich weiß nicht, wie man das hier schaffen soll.
Tatsächlich. Ja. Eine Möglichkeit wäre es, so weit wie möglich vorne zu sein. Also, ja, das ist so eine Stelle. Vielleicht überspringen. Also, ich weiß halt nicht, ob ich 100% spiele oder ob ich hier auch überspringen darf. Sehr gut gemacht. Ach, Mann. Ah, das ist halt schwierig. Das ist das erste Level, wo ich nicht weiß, wie ich das schaffen soll. Weil das Problem ist, ich kann halt nicht stoppen. Ne, jedes Mal, wenn ich einen Sprung mache, Mario wird immer ein bisschen auslaufen. Je schneller du bist, desto weiter wird er auslaufen. Und das ist halt ein Problem. Ja, wobei, so wie ich es gerade mache, geht's eigentlich ganz gut. Oh, 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 oh. Ey, scheiße. Es ist halt so... Nein, ich bin so blöd. Ich habe halt nur vorne drauf geachtet. Das Gute ist, die Mario Bros. 3 Level, wenn man Mario Bros. 3 spielt und ein bisschen drauf achtet, das ist wirklich ein super Spiel. Aber was auffällt ist, dass die Level extrem kurz sind. So. Und das ist natürlich gerade bei so einem Level, was dann so eine Schwierigkeit mitbringt, eine gute Sache. Da ist man erstmal froh, wenn man schnell durch ist. Oh, das ist so schwierig, wirklich. Probiert es mal selber aus. Probiert es selber aus. Es ist wirklich... Ich glaube, das ist die schwierigste Challenge, die ich bisher gemacht habe. Das ist... Ich bin gerade selber überrascht, wie gut ich hier durchkomme, weil als ich das erste Mal getestet habe... Uiuiui. Scheiße. Okay, aber wir sind wieder ein kleines Stückchen weitergekommen, oder? Wie davor. Ich glaube schon. Als ich das erste Mal getestet habe, es war einfach die Hölle. Ja, und da habt ihr jetzt gesehen, was passiert, wenn du... wenn du nicht nachdenkst. Ja. Und ihr seht eventuell jetzt auch, warum ich unendliche Leben habe. Weil wir wären jetzt schon wieder Game Over und das würde halt wieder bedeuten, dass ich die ersten Level spielen müsste. Und dann würden wir halt niemals vorwärts kommen, ne? Okay, wir müssen einfach wieder an besagte Stelle kommen. Das sollte ja erstmal kein Problem darstellen. Es ist wirklich so ein bisschen auswendig lernen, der Level. Und halt Fingerspitzengefühl, ne? Okay, optimal. Jetzt kommen, hier sind wir gerade gestorben, ne? Nice. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, bitte. Ich hätte ein bisschen warten müssen. Das war voll gut. Das war so mega gut. Scheiße. Oh mein Gott, es ist so schwierig. Aber so ein Scrolling-Level ist, glaube ich, auch... Ja, da habt ihr wieder gesehen, ich konnte Mario... Ich kann ihn halt nicht aufhalten. Wenn er einmal läuft in eine Richtung, ich kann ihn halt nicht mehr aufhalten. Ah, scheiße. Ich glaube, solche Scrolling-Level, wo du halt auch so lockerflockig runterfallen kannst, ich glaube, das sind so die schwersten Level bei der Challenge. Also das ist wirklich hier schon hardcore. Okay. Ich probiere mich mal zu konzentrieren. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh, Mario. Das war aber... Oh mein Gott. Das ist aber ziemlich knapp, was hier passiert. Okay, jetzt alles gut. Alles gut. So, wir springen jetzt darüber. Locker. Locker flockig. Dann springen wir da drüber. Wunderbar. Wir benutzen immer die... wir benutzen immer den Rand rechts. So ein bisschen als... Als Rambock. Oh mein Gott. Jetzt sind wir, glaube ich, hier sind wir gestorben, ne? Wir müssen ein bisschen warten. Dann zack, zack. Bitte! Ich konnte nicht sterben. Oh.
Oh. Yes. Nein, ich bin zu weit. Ich bin zu weit. Ich bin zu weit. Oh nein. Ich hab's geschafft, aber... Oh nein. Oh, Fields Batman. Leute, ich hab's... Oh mein Gott, ihr habt den Durchlauf gesehen. Das ist auch eine kleine Neuerung. Ich habe die Kritik bei Super Mario World natürlich gehört. Wir werden an solchen Stellen trotzdem nicht jeden Versuch durchkommentieren, wenn wir an solche Stellen kommen, wo es so schwierig ist wie hier. Wir werden immer ein paar Versuche machen. Ja, wenn es dann aber so schwierig ist wie hier. Ich werde diese Dinge dann unkommentiert machen, aber trotzdem in verschnellerter Form ins Video einfügen und keine Save States benutzen, damit ihr, ja, damit ihr seht, dass ich es richtig gemacht habe, ja, ohne Fake und Clay. Und ich muss mich gerade konzentrieren, weil ich nicht genau weiß, was hier jetzt kommt. Und wir trotzdem so ein bisschen den Videofluss auch berücksichtigen, ja, der natürlich auch für die Zuschauer wichtig ist, ne, für die Partlänge, für die Watchtime und so weiter und so fort. Ach, scheiße, ey. Yes, sir! Okay, ich hab's geschafft. Yes! Yes, yes, yes. Bedeutet natürlich, dass ich trotzdem auch Dinge rausschneiden werde. Aber den Versuch werde ich dann halt immer drinnen lassen. Damit ihr das auch seht. Ja, ne? Das Einzige, was ich vielleicht machen werde, ist ein Safe State am Anfang des Levels setzen. Weil ob ich jetzt sterbe und da immer wieder fünfmal hinlaufen muss. Das werde ich vielleicht machen, aber ansonsten, wie gesagt, die Level werde ich immer dann komplett spielen. Aber wir werden auch den Schnitt immer erst holen, wenn wir da wirklich mehrmals gescheitert sind. Denn, wie gerade schon gesagt, die Level in Mario Bros. 3 sind halt wirklich relativ kurz immer, deswegen ist es halt, dahingehend ist es halt ganz gut. Ah, ich glaube, ich denke gerade nach und ich glaube, es gibt auch so manche... manche Burgen oder so, wo man nach links laufen muss, oder? Also mir fällt jetzt gerade in Super Mario World 1 ein. Vielleicht ist es hier auch anders, aber ich glaube, hier gibt's auch sowas. Wie will ich eigentlich Bum Bum besiegen? Ja gut, ja nee. Scheiße. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe ihn besiegt, aber wie soll ich denn die Koopalinge besiegen? Da habe ich mir auch keine Gedanken drüber. Oh mein Gott. Wie soll das funktionieren? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich habe keinen blassen Schimmer. Keine Ahnung. So, da wir nach unten drücken können, dürfen, müssen, sollen, können wir da natürlich die Rutsche benutzen und damit die Gegner töten. Das ist natürlich sehr schön. Das ist also keine Challenge, immer nach rechts laufen oder Vollspeed nach rechts laufen. Das ist halt die Challenge, nie nach links drücken. Oh, scheiße. Das war ein Fehler. Ja, ich gehe mich mal eben umbringen. Woo! Scheiße, da bin ich zu weit gelaufen. Hätte ich nicht über das Loch drüber springen dürfen. Sollen, dürfen, müssen. You know what I mean. Ach ja. Hi, der Witzke. Ist halt die Frage. Das ist halt so. Man wundert sich halt, ne? Obwohl man ja sowieso bei Mario immer nach rechts läuft, aber man benutzt halt diesen. Man benutzt halt diesen nach links sich drehen Knopf schon richtig, richtig oft. Wenn der mich jetzt getroffen hätte, ne? Ich weiß nicht genau, was ich hätte tun sollen. Nee, man kommt nicht in die Röhre rein, wenn man ganz rechts steht. Oh. Da muss ich ja richtig aufpassen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich komme immer in die Röhre rein, wenn ich drunter stehe.
Aber an sowas denkt man ja auch nicht, ne? Also, welcher Experte kommt denn auf die Idee und nimmt sich einfach die komplette Funktion nach links zu laufen? Ich habe nämlich am Anfang ein bisschen rumgetestet und ich habe dann getestet, wie es ist, wenn man halt nicht... Am Anfang habe ich gedacht, man darf halt nicht nach links laufen. Wisst ihr? Dass man halt nie nach links laufen darf. Was ich ja jetzt auch mache, im Grunde. Aber vorher hatte ich halt dann die Idee oder durfte ich noch den nach links drücken benutzen. Und dann dachte ich mir, das ist aber irgendwie zu einfach. Zu einfach und... Weil du dich dann halt eben so kontrollieren kannst. Aber nicht nur zu einfach, sondern... Da kam dann auch die Problematik dazu, dass wenn du zum Beispiel im Sprung bist und dich auch nach links austarieren möchtest, also dass du dann aus Versehen auch nach links lenkst. Wisst ihr, was ich meine? Also einfach von der Bewegung, dass du dann aus Versehen ein bisschen nach links springst im Sprung. Und das wäre verboten gewesen, okay. Nach da unten zu springen ist komplett... Ist halt komplett idiotisch. Also den Pilz werden wir sowieso niemals bekommen und wir werden halt da unten nicht hin müssen. Alter Scheiße. Ich denke, also das Ding ist halt das. Wir können bestimmt direkt auf die Notenblöcke springen. Die Frage ist halt, wie stoppe ich hier? Es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Ja, jetzt ist der Hammerbruder da. Ich weiß halt nicht, ob ich die besiegen kann. Ja, okay. Hier mache ich auch mal eine Ausnahme. Es wird sonst schwierig. Wird sonst schwierig, mich zu töten, ne? Okay. Also, das sah eigentlich ganz gut aus bis dahin. Nein, das war gut! Oh, ich glaube, ich hätte mit ein bisschen Nachdruck hätte ich auf die Blöcke draufkommen können. Okay. Ja. Scheiße. Das. Okay, ich muss irgendwie da hochkommen. Aber den Anfang haben wir schon mal. Den Anfang haben wir schon mal. Also ich springe hier halt, ja, direkt in den Cooper rein. Der hat mich wahrscheinlich, keine Ahnung, ja, ja. Einfach runtergeschluckt. Okay. Jetzt können wir auch hier das mitnehmen. Okay, ich glaube, ich muss schon auf jeden Fall da oben drauf. Die Frage ist halt, wie komme ich da oben drauf? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich habe halt jetzt auch wieder eine komplett andere Route gerade genommen. Ja, schon okay. Wenn ich hier drüber gehe, dann habe ich halt eine bessere Kontrolle. Ja, perfekt. Ist ja easy. So, jetzt hier einfach runter. Dann auf den Block. Ja, perfekto. Perfekto, Matico. Und dann da oben drauf. Nein. Nein. Das Problem ist halt... Das ist halt so unfassbar schlimm, weil du kannst halt nicht einfach da auf das Ding draufspringen. Weil das Problem ist, wenn du einen weiten Sprung machst, dann brauchst du halt auch eine Auslaufzone. Wisst ihr, was ich meine? Klar wisst ihr, was ich meine. Ich kann halt jedem nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es halt selber mal aus. Ich kann da einfach drauf stehen bleiben. Der Cooper trifft mich gar nicht. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich über den drüber springen muss, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Okay. Den Anfang haben wir raus, so. Das ist wirklich optimal gelöst, würde ich sagen. Ich glaube, das ist die beste Lösung, die man machen kann. Ja, jetzt haben wir wieder ein Problem. Ich muss halt da oben drauf. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Was heißt leider? Es ist halt der bessere Weg auch. Ne? Aber... Dieses Spiel... Ach, scheiße. Und dann kommen wir jetzt so... Du musst halt wirklich dann auch auf deiner Route bleiben, ne? Also du musst halt eine vernünftige Route laufen. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich diese... Oh mein Gott. Okay, wir gehen mal wieder die Route. Du hast halt keine Chance. Du bist halt einfach am Fliegen und du kannst halt keinen Einfluss mehr darauf nehmen. Okay, ich glaube, so ist auf jeden Fall besser.
Wenn wir da drauf inzwischen halt machen, dann so. Ach man, dann habe ich wieder vergessen, dass ich da oben drauf muss. Ich würde das Level gerne noch in dem Part schaffen. Und dann machen wir einfach im nächsten Part weiter mit dem Luftschiff. Keine Ahnung, ob wir das Luftschiff überhaupt schaffen, ohne nach links zu drücken. Mann! Okay. So. Das machen wir halt immer. Ja, dann springen wir hier drauf, springen wir da drauf, springen wir davon weiter, springen da oben drauf. Okay, perfekt. Dann gehen wir hier drauf und jetzt stehe ich ziemlich weit vorne, was vielleicht ein Problem ist. Ist okay. Und jetzt müssen wir... Wir müssen halt da drauf und von hier müssen wir... Da drauf. Einfach weiterspringen. Einfach weiterspringen. Da ist das Ziel. Ich war mir nicht ganz sicher, was... Ja, aber wir waren schon so weit im Level. Es hätte eigentlich klar sein müssen, dass das Ziel da ist. Okay. Aber egal. Ja, dann ist eigentlich ein relativ... Ja, wobei ein relativ einfaches... Ja, doch. Ja, irgendwie... Ach, scheiße. Du kannst... Ich habe halt gehofft, dass er vorne gegenläuft, dass er sich selber stoppt, aber es hat nicht geklappt. Schade auch. Ah. Nein, jetzt sind wir oben. Oh. Du musst halt wirklich genau sein in dem, was du hier tust. Scheiße. Ja. Ach, Leute. So, jetzt schaffe ich es aber. Ne? Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Challenge findet, ob ihr es feiern könnt. Und ja, schaut auch gerne die nächsten Parts an. Das würde mich natürlich besonders freuen, ne? Wenn ihr aktiv am Ball bleibt. Und ja, bewertet das Video. Nein, warum bin ich so doof? Warum? Oh. Scheiße. 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 Be-be-be. Mann, ich war doch schon durch. Jetzt reicht's aber auch. Okay, perfekt. Perfekt. Warum? Warum? Warum, warum, warum? Was erlauben Strunz? Warum? Ich geh doch die Route, die sicher ist. Warum mache ich denn dann immer was anders? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Route funktioniert. Auf den zweiten Block und dann einen langen Sprung gegen den P-Block auf den Cooper, ne? So war es doch. Genau. So, dann warten wir da auf die Plattform, gehen auf die Plattform, gehen da, zacker, zacker, zacker. Okay, okay, einfach darüber springen. Okay, Cornel, komm schon. Jetzt, springen! Okay, und einfach ins Ziel. Danke! Bah, das war so... Ah, ich habe so lange gebraucht, Leute, aber egal. Also, ich denke, damit ist alles erklärt, ja? Wir spielen jedes Level oder wir probieren jedes Level, wenn wir irgendwie, ja, keine Ahnung, mal gucken. Wir schneiden immer den letzten kompletten Versuch rein, weil wir nicht irgendwie, dass ich nicht vor einem Sprung einen Safe State mache. Und, ja, das ist die Challenge. Ich glaube, das ist die schwerste Challenge der Welt. Ich habe keine Ahnung, wie ich all die ganzen Welten, die noch... Ich weiß nicht, wie die Wolkenwelt funktionieren soll und so. Ich weiß gar nicht, ob diese Challenge überhaupt klappen kann. Aber wir probieren's. Wenn es euch gefällt, lasst mir eine Bewertung da. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.